Herzlich willkommen, Martin Große-Kartöver. Hallo. Aua. So, die Uhr läuft. Ja, bevor wir wirklich starten, machen wir mal eine kleine Übung. Ihr habt jetzt schon fast eine Stunde gesessen. Jetzt kommt noch mal eine Stunde dazu, weil ich bin jetzt dran. Ich versau das Zeitmanagement jetzt total. Und ich bitte euch mal, alle aufzustehen. Die beste Haltung wäre diese. In den vorderen Reihen könnt ihr auch so machen. Oder eine weitere Schutzhaltung so. Oder euch umdrehen, wie auch immer. Durch. So. So. Die kommen ja zurück. So. Stopp. So. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, kann ich das Bild oben haben? Was hat das jetzt mit Bauphysik zu tun? Das sind Wassermoleküle. Leo, die sind gar nicht so klein. Und ihr wart jetzt die Unterdeckbahn. Die Unterdeckbahn soll ja Wassermoleküle durchlassen. Sind eigentlich alle durchgekommen? Hier vorne sind noch so einige. Jetzt könnt ihr euch setzen. Ja, genau. Hier ist noch ein, was ist das denn für ein Molekül? Ganz anderes. Also in diesem Fall wart ihr eine herkömmliche Unterdeckbahn. So wie, ich sag mal, 90% auf dem Markt unterwegs sind. Ihr selber wart das Material und dieses Material, Entschuldigung, kurz nochmal zurück, ich wollte ja die Zeit überziehen. Ich habe den Begriff Unterdeckbahn verwendet, einige mögen es lieber vielleicht als Wandschalungsbahn unterwegs zu sein, das sei euch jetzt zur Wahl gestellt. Auf jeden Fall befinden wir uns auf der Außenseite des Hauses, aber so ganz die Wahrheit habe ich euch auch wiederum nicht gesagt. Ihr wart nicht die Unterdeckbahn, sondern genau genommen die Membran einer Unterdeckbahn. Man kann davon ausgehen, dass so gut wie alle Unterdeckbahnen dreilagig sind. Jede Schicht hat so ihre Aufgabe. Die bauphysikalisch wichtige ist die mittlere. Die heute Nachmittag schon da waren, haben das Bild schon gesehen. Und jetzt möchte ich mal darauf eingehen, wie kommt denn das Wassermolekül da überhaupt durch? Und ihr wart jetzt eine ganz normale, schlichte Standardbahn. Mikroskopisch gesehen seht ihr so aus. Ihr seid die Masse hier, aber ihr habt auch überall Löcher zwischen. Und da habe ich eben versucht, die Wassermoleküle durchzukriegen. Und wenn ich mal noch so eins nehme hier, ich habe sie auch vorher angetrieben. Also ich musste den Wassermolekülen Schwung geben und da hatte Stefan ja auch schon einiges zu gesagt, durch Druckunterschied werden die Wassermoleküle dann auch letztendlich beschleunigt und diesen Druckunterschied brauche ich bei herkömmlichen Bahnen. Kann man sich mal ganz einfach vorstellen, übrigens so groß wie die sind Wassermoleküle gar nicht, deswegen habe ich mal ein realistisches mitgebracht. Und bei einer herkömmlichen Membran, wir nennen sie auch mikroporös, und dieses porös zeigt schon, es sind Löcher und Schlitze drin. Und wenn man das mal im Schnitt sieht, wenn man jetzt von oben gucken würde, auf euch runter, würde man genau diese Struktur sehen. Das Wassermolekül kommt hier an, aber die Masse selber, das Material, ist gar nicht so diffusionsoffen. Das heißt, wenn das Wassermolekül hier ankommt, ditcht es da an. Es muss schon ein Loch finden.
Kannst du noch mal eben zurückschalten auf das Bild da oben? Also diese vielen kleinen Löcher, das muss das Wassermolekül finden. Das heißt, es handelt sich in dem Fall gar nicht so wirklich um Diffusion, sondern um Konvektion. Man hat bislang Materialien gehabt, die relativ diffusionsdicht waren, nicht so diffusionsoffen, wie man es eigentlich haben will. Und deswegen hat man in der Produktion schon viele kleine Löcher und Risse reingemacht, wo dann die Wassermoleküle durchschlüpfen sollen. Brauchen dafür aber tatsächlich den Anschub, also den Druckunterschied von hier nach da. Wenn hier aber ein Haufen Dämmung noch drunter ist, habe ich diesen Druckunterschied gar nicht, weil für den Druckunterschied brauche ich auch einen Temperaturunterschied. Bei früher schlecht gedämmten Konstruktionen hat das gut funktioniert. Da war hier wenig Dämmung, da war hier noch relativ warm und hier war Außentemperatur. Da hatte ich den Druckunterschied, dann hat das Molekül auch den Weg gefunden. Und jetzt mal so eine Frage, jetzt brauche ich meine Helfer wieder. Wie machen wir es besser? Ach so, sorry, ich wollte ja überziehen. Ich habe nur eins. Bei modernen Konstruktionen kann das zu sowas führen, also ein feuchter Stau, dass die Wassermoleküle diesen Weg nicht finden, weil das Material relativ dicht ist, aber auch diesen Antrieb nicht haben, diesen Druckunterschied. Und deswegen kann das dann zum Teil so aussehen, und wenn dann auch noch Verschmutzungen oder vielleicht sogar Eisbildung im Winter dazukommt, dann ist dieser Effekt natürlich noch dramatischer. Ja, und jetzt stellt euch bitte noch mal einmal hin. Und jetzt versucht mal, die Wassermoleküle so schnell wie möglich nach hinten durchzureichen, ohne zu werfen. Schmeißt du mal zu. Zack. Ups. Ja. Kommen die schon wieder? Ja. Und ihr seht, wahrscheinlich wird da hinten eine ziemliche Ansammlung jetzt sein. Alles angekommen, Uwe? Alles, ja. Alle noch nicht. Egal. Aber das ist das Prinzip einer modernen Bahn. Und jetzt, also, okay, Sitz. Ja, danke schön. Mikroskopisch gesehen habt ihr jetzt so ausgesehen. Da sieht man 10 Mikrometer und man sieht auch, gleiche Mikroskopaufnahme, keine Löcher drin. Aber wie kommt jetzt das Wasser da durch? Diese Materialien sind von selbst diffusionsoffen. Wir brauchen diese Löcher nicht. Und hier sehen wir auch TEEE-Membran. Das heißt, thermoplastischer Elastomer, Ether-Ester. Wir fragen das nachher an der Theke auch ab. Wer es nicht kann, kriegt nichts. Und diese Stoffe haben die Eigenschaft, sie bilden Molekülketten, die extrem affin sind für Wasser. Das heißt, diese Molekülketten, wenn die dann ein Wassermolekül antreffen, das Wassermolekül kommt jetzt an der Bahn an, trifft auf so ein Ende so einer Kette und wird quasi automatisch anhand dieser Ketten aktiv durchgezogen. So wie ihr das eben auch gemacht habt. Aktives Weiterreichen. Ihr wart jetzt quasi ein Netzwerk von Molekülketten. Und ihr wisst sicherlich, wie ihr geheißen habt, ne? Okay. Diese Art von Bahnen haben noch weitere Vorteile. Da möchte ich jetzt aber nicht weiter drauf eingehen. Einige haben es heute Nachmittag schon gehört. Wir haben auch ein Handout, was jeder am Schluss noch mitbekommt. Und wenn ihr dieses Zeichen da seht, seht ihr auch die weiteren Vorteile dieser Art, dieser neuen Methode der Bahnen. Es gibt noch nicht viele auf dem Markt. Unsere Solitex-Bahnen sind solche Bahnen von Anfang an schon. Und insofern
wünsche ich euch noch, oh, ich habe noch 90 Sekunden, da muss ich noch etwas langsamer werden. Also ich wünsche euch beim Lesen viel Spaß. Ich hoffe, ihr habt euch das gemerkt, damit ihr auch da vorne auch noch weiteren Spaß haben könnt. Und insofern einen schönen Abend noch. Danke.